Die Segnung, geschrieben und illustriert von Ursula Madella Mella. Dass sich Sarah einmal in einem Ashram weit weg von zu Hause im abgelegenen Indien wiederfinden würde, hätte sie bis vor einem Jahr noch nicht einmal für möglich gehalten. Sarah war noch nie in ihrem Leben weder mit Indien, noch mit dem Hinduismus, noch mit den Gottheiten wie Kali, Parvati und Shiva, noch nicht einmal mit einem Guru jemals zuvor in Berührung gekommen. Sie war, wie jedes Kind in ihrem Dorf, von christlichen Eltern erzogen, war im Glauben an einen einzigen Gott im Sinne von Gut und Böse, Himmel und Hölle, Schuld und Sühne angeleitet worden und besuchte jeden Sonntag pflichtgemäß die Kirche, ganz so, wie es für jeden Bürger im Dorf üblich war. Jetzt hingegen saß Sarah in einer Schlange von Menschen, gekleidet in einen festlich weißen Sari, identisch dem der anderen, und wartete darauf, vor den großen Meister, die Heiligkeit in Person, den Guru treten zu dürfen, um seine Segnung zu erhalten, von der sie sich erhoffte, dass diese sie zur Erleuchtung führen würde und sich damit die Schwere, die sie wie ein Schatten mit sich schleppte, ins Nichts auflösen würde. Noch vor einem Jahr saß Sarah in einem kleinen Bergdorf mitten in Europas und hatte sich von den Blicken der Nachbarn zurückgezogen, nachdem sie zuvor von ihrem Ehemann für eine jüngere Frau plötzlich und völlig überraschend verlassen worden war. Ein Umstand, der im Dorf noch nie jemals zuvor aufgetreten war und der an ihr haftete wie Schmutz, von dem sie sich nie wieder würde reinwaschen können. Zumindest dachte Sarah in der Art, denn sie plagten ständig solche Gedanken, ebenso solche wie: Was habe ich nur falsch gemacht? Womit habe ich das nur verdient? Wie konnte das nur geschehen? Ich bin ihm doch immer eine gute Frau gewesen. Was hat sie, was ich nicht habe? Wie konnte er mir nur so etwas antun? Gedanken um Gedanken, die sie zu verschlingen drohten. Sie fühlte sich elend. Sie fühlte sich wertlos. Sie fühlte sich schuldig.